Ja, bevor es mit der Folge mit Lisa Nipken losgeht, hier erstmal eine kurze Ankündigung zu dieser Folge. In der letzten Woche ist ja die 200. Folge vom Meinathlet Leichtathletik Podcast erschienen und dabei gab es natürlich auch ein Gewinnspiel. Und es haben einige an den Preisausschreiben bzw. an dem Gewinnspiel teilgenommen. Vielen Dank schon mal an euch alle, auch wenn jetzt nicht alle einen Preis gewinnen konnten. Am Ende des Podcasts wird es dann auch die Auflösung zu der ganzen Sache geben. Also ihr konntet Shirts gewinnen, Hoodies und auch einen Startplatz für den Frankfurt-Marathon 2023. Also hört euch jetzt erstmal die Folge mit Lisa Nipken an und im Anschluss gibt es dann die Auflösung mit den Gewinnern des Gewinnspiels. Wenn man die Aussage funktionelles Bier hört, denkt man sich erstmal, wie soll das denn passen? Funktionelle Ernährung und Bier, das passt ja mal gar nicht. Aber den Mädels und Jungs von Joybräu ist es gelungen, diesen Widerspruch zu überwinden. Denn auf der einen Seite kannst du ein leckeres, erfrischendes und alkoholfreies Bier trinken und auf der anderen Seite unterstützt du durch die veganen Proteine und die essentiellen Aminosäuren im Bier deine Regeneration und auch den Muskelaufbau. Und zudem versorgst du deinen Körper auch noch mit Vitamin B12 und Vitamin C. Wenn du Joybräu mal testen möchtest, bekommst du über den Gutscheincode ATHLET20 20% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Lisa Nipken. Lisa holte bei deutschen Meisterschaften bereits über die 60, 100, 200 und 4x100 Meter Medaillen und zählt damit zu Deutschlands besten Sprinterin. Und das, obwohl Lisa in der Vergangenheit mit zum Teil schwersten Verletzungen zu kämpfen hatte. So brach sie sich in einer Trainingseinheit einen Halswirbel und kam dennoch nach kurzer Zeit wieder zurück auf die Bahn. Ich wollte deshalb von Lisa natürlich wissen, was sie antreibt und wie sie mit diesen Herausforderungen umgegangen ist. Ich fand zum Beispiel, ist mir das Training nach dem Genickbruch leichter gefallen vom Kopf her, weil da stand eigentlich nie im Raum, dass ich nicht mehr rennen kann. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Lisa, es freut mich, dass du heute Abend Zeit für unsere gemeinsame Folge gefunden hast. Wir nehmen das Interview ja Ende September, Anfang Oktober auf, also quasi in der Vorbereitungsphase für die nächste Saison. Und gerade die ersten Wochen sind ja oft dann die schwersten, gerade nach einer kürzeren Pause. Deswegen meine erste Frage an dich. Seid ihr gerade in dem Aufbautraining und auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart waren die letzten Tage oder Wochen? Ja, also wir haben jetzt letzte Woche schon mit dem Training angefangen. Ja, teilweise ist es schon sehr hart, schon so 8-9 bis jetzt. Aber im Großen und Ganzen finde ich, geht es noch, aber ich glaube, das Schlimmste kommt noch. Was wären so die härtesten Wochen? Ich denke, so die ersten 6 Wochen werden, glaube ich, noch gehen und dann muss ich auch 2x am Tag trainieren und ich glaube, das wird dann nochmal extrem hart. Okay. Aber dann hast du wahrscheinlich noch 4 bis 5 Wochen, wo es dann zumindest etwas entspannter ist. Genau. Aber bei der Recherche, wo wir gerade beim Training sind, bei der Recherche für die Sendung habe ich auch in einem anderen Interview gelesen, dass du dein erstes Leichtathletiktraining schon im Alter von 4 Jahren absolviert hast. Gibt es da noch Erinnerungen oder ist das dann doch schon zu weit weg? Also erinnern kann ich mich jetzt eigentlich nicht dran, aber ich weiß noch, wie das abgelaufen ist. Meine Mutter wollte immer, dass mein Bruder und ich regelmäßig Sport machen und mein Bruder ist 2 Jahre älter. Deswegen hat sie ihn angemeldet und hat ihn hingebracht und hatte mich halt dabei. Und der Trainer meinte damals nur so, was mit dem da? Meine Eltern hatten mir kurze Haare geschnitten, deswegen dachte ich, ein Junge. Seitdem durfte ich dann eigentlich jede Woche kommen und mitmachen, obwohl ich eigentlich noch zu jung war. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wir jedes Jahr Sportabzeichen gemacht haben und ich war so schlecht im Werfen. Und für mich musste man das immer extra üben noch, damit ich das schaffe. Aber direkt in der ersten Trainingseinheit war dann auch schon das Feuer entfacht für die Leichtathletik. Also wenn du dann ja im Prinzip in jeder Woche dann auch gleich mit dabei warst und schon in dem jungen Alter immer mittrainiert hast. Ja, also für mich war das halt auch echt was Besonderes, dass ich immer bei den Älteren mitmachen durfte. Ich durfte dann auch immer schon ein bisschen früher anfangen mit Hürden laufen. Da durfte ich dann auch immer zu den Älteren hoch.
Und ich kenne halt eigentlich nichts anderes und ich habe auch nie eine andere Sportart ausprobiert, weil das hat mir einfach gefallen und es war genau meins. Und du hast eben auch gesagt, dass das Werfen dir am Anfang auch schon nicht so besonders lag. Und aber hat man am Anfang auch schon gemerkt, dass du ein gewisses Sprinttalent hast? Ja, also so Sprint, Weitsprung, das Hürden, das waren schon immer so meine besten Disziplinen. Also ich musste ja früher noch alles machen, auch so Mehrkampf und das war schon immer, da war ich immer am besten. Ist das dann peu à peu so gewachsen und du bist dann ja Schritt für Schritt in den Leistungssport reingekommen oder gab es im Laufe der Jahre irgendwann einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt hier wirklich 100% für die Leichtathletik geben? Also für mich, ich habe eigentlich schon früh gesagt, ich möchte irgendwann mal Sportler werden. Habe natürlich nie so richtig gedacht, dass es jetzt wirklich klappt, aber eigentlich wollte ich das schon immer. Ich habe dann nach der 6. Klasse habe ich auch auf ein Sportgymnasium gewechselt und da hat dann auch so langsam das systematischere Training angefangen. Aber so von der Grundeinstellung war das schon, also das Sportlerinnenleben schon immer auch irgendwie ein Teil von dir. Ja, genau. Also ich kenne auch eigentlich kein Leben ohne Sport. Erinnert mich ein bisschen an Simon Boch. Er hat in seiner Folge erzählt, dass er während der Schulzeit mal bei einer Berufsberatung war, beziehungsweise die Berufsberatung war in der Schule und er hat den Beratern damals erzählt, dass er Profisportler werden möchte. Danach gab es ein Gespräch mit den Eltern, weil die Berufsberater gesagt haben, was ist mit dem Jungen los? Das war bei dir wahrscheinlich nicht der Fall, weil du ja dann auch schon früh auf eine Schule für den Spitzensport gegangen bist. Also da gab es dann höchstwahrscheinlich auch von der Schule aus die nötige Unterstützung. Ja, also das ging schon. Was ich bei der Recherche auch, oder wenn man sich mit der Leichtathletik beschäftigt, hat man das natürlich auch immer wieder aus der Presse gelesen, dass du in den letzten Jahren zum Teil wirklich mit sehr, sehr schweren Verletzungen zu kämpfen hattest. Wie hast du es dann in diesen Zeiten geschafft, zum einen ja gesundheitlich wieder fit zu werden, aber auch dich mental zu motivieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch dann ziemlich schwierige Zeiten gewesen sind. Also es ist immer schwierig, es ist auch irgendwann extrem frustrierend, wenn eine Verletzung nach der anderen kommt, aber ansonsten ist es auch zum Teil von der Verletzung abhängig, wie schwer es einem fällt. Also ich fand zum Beispiel, ist mir das Training nach dem Genickbruch leichter gefallen, vom Kopf her, weil da stand eigentlich nie im Raum, dass ich nicht mehr rennen kann. Also der Arzt hat sofort gesagt, ich kann wieder sprinten und ich bin ins Training gegangen. Wir haben ein bisschen die Wirbelsäule dran belastet und die erste Steigerung, es war alles in Ordnung, ich konnte laufen. Und das andere war halt, nach dem Genickbruch, also ich hatte sehr viel Glück, dass ich jetzt nicht im Rollstuhl sitze und dann war halt natürlich einfach dieses Gefühl, okay, ich könnte jetzt im Rollstuhl sitzen, aber ich kann noch laufen. Das ist dann natürlich, also da kann es einfach ja nur Spaß machen und da kann man die Motivation ja nicht verlieren. Ja. Und beim Sehnenabriss war es tatsächlich so, dass man merkt halt, man geht ins Training und man kann halt nicht so loslaufen, als wäre halt nie was gewesen. Also ich konnte keinen langen Schritt machen, ich konnte nicht schnell laufen, das mussten wir mal alles ganz langsam steigern. Es ging immer irgendwie so 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück und da habe ich halt wirklich schon auch oft Angst gehabt, dass ich gar nicht mehr sprinten kann oder nicht mehr schnell sein werde. Deswegen fand ich das eigentlich vom Kopf her die Verletzung ein bisschen schwieriger. Aber mein Trainer ist halt immer an meiner Seite. Der sagt immer, wir kriegen das wieder hin. Der denkt sich immer irgendwelche Übungen auf. Für genau für die Verletzung, genau für das Problem. Und der schafft es immer, mich dann wieder fit zu kriegen. Ja, du hast aber auch gerade Verletzung, den Genickbruch angesprochen. Das ist damals in Mannheim im Sprinttraining passiert. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man die Diagnose das erste Mal hört, dass das gleich noch einen zweiten Schock versetzt. Nach der eigentlichen Situation, in der die Verletzung passiert ist. Wie war das damals? Also die Diagnose war schon Schock. Also es hieß halt zuerst, ich darf wieder nach Hause. Also ich war auf der Notaufnahme, dann hieß es, ich darf nach Hause. Also nach den Röntgenbildern, dann hieß es, wir machen noch ein CT und danach muss ich vielleicht zur Beobachtung bleiben. Und auf einmal kam der Arzt und meinte, okay, jetzt sind jetzt Halswirbel gebrochen. Und so bei gebrochenen Halswirbeln denkt man ja immer irgendwie so direkt so okay, Rollstuhl. Dann haben die noch gesagt, dass die mich von vorne operieren, also am Hals. Und ich dachte nur so danach, wie sie wollen mir den Hals aufschlitzen. Also ja, jetzt nicht aufschlitzen. Also, aber da dachte ich mir schon so, okay, nee, das geht nicht gut. Das geht irgendwie nicht. Aber ja, es hat alles gut geklappt. Also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn man dann nach der OP wieder aufwacht, dass die Erleichterung dann extrem, extrem groß ist. Ja, das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Also weil nach der OP, also als ich da aufgewacht bin, da ging es mir tagelang wirklich so schlecht.
Also es hat dann schon ein bisschen gedauert, bis ich da irgendwie ein bisschen erleichtert sein konnte. Aber du hast jetzt den Halswirbelbruch angesprochen, die Sehnenverletzung. Vom Grundsatz, was treibt dich an, wirklich dann trotz dieser schweren Verletzung dann auch wieder mit Vollgas ins Training zurückzukommen? Also was ist so ich frage ganz oft, warum gibt man so viel für den Leistungssport? Ja, weil es Spaß macht. Also ich kenne nichts anderes, war wirklich schon immer das, was mir Spaß gemacht hat. Und obwohl ich immer verletzt bin, schaffen wir das trotzdem immer, dass ich noch gut laufe, trotz vieler Probleme. Und deswegen weiß ich auch, was dann möglich ist, wenn ich mal einigermaßen verletzungsfrei durchkomme. Und das ist halt eigentlich das, was ich dann auch endlich mal zeigen möchte, was ich wirklich kann. Für mich war beim Sprint immer auch eine Sache, die ich extrem spannend fand, wenn man wirklich fit war, auch ohne Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen ist und sich das Ganze im Sprint auch wirklich schnell angefühlt hat, dann war das auch eine Sache, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Auch unabhängig jetzt vielleicht von der Zeit in einem Wettkampf oder von der Platzierung, dass dieses Gefühl, dass man sich auch wirklich richtig schnell fühlt. Geht dir das auch so oder sind es dann auch andere Punkte mehr wie dieser Zweikampf oder dieser Wettkampfgedanke oder das Rennen gegen die Uhr? Ja, beides. Also das Rennen gegen die Uhr natürlich. Also natürlich möchte man immer schneller laufen und neue Webseiten aufstellen. Aber ja, das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, das ist wirklich, also ich liebe dieses Gefühl. Also einfach, wenn man wirklich so locker und entspannt sprinten kann und sich einfach total schnell anfühlt, da bin ich immer ganz glücklich im Training, wenn ich das habe. Ja, wenn man sich perfekt trifft, vielleicht noch so ein bisschen Rückenwind ist, das waren immer so die Rennen, die mir am meisten Spaß gemacht haben und die ich auch immer noch so im Hinterkopf habe, wenn ich an ein schönes Sprintrennen denke. Ja. Aber was würdest du denn sagen, ist deine größte Stärke? Auf jeden Fall halt der fliegende Lauf und wahrscheinlich halt auch die Fähigkeit halt nicht aufzugeben. Und bin ja auch oft hinten dann am Start und schaffe es aber trotzdem meistens dann noch eigentlich ganz gut nach vorne und auch noch eine ganz gute Zeit zu laufen. Also halt wirklich einfach nicht aufgeben. Ja, das ging mir tatsächlich auch ähnlich. War nicht der schnellste Starter, hatte aber eine recht gute Höchstgeschwindigkeit und es war für mich jetzt nicht ungewohnt, auf den ersten 30 Metern in einem Rennen eher hinten zu liegen und konnte dann aber schon oft auf meine Maximalgeschwindigkeit vertrauen, auch weil es mir dann nicht ganz so schwer gefallen ist, locker zu bleiben. Also das wird dann für dich wahrscheinlich auch nicht das große Problem sein, dann weiter unverkrampft zu laufen, wenn du mal merkst, okay, da sind 2, 3, 4 Läuferinnen vor mir nach 20 Meter. Nee, das ist eigentlich gar kein Problem. Also ich bin es ja gewohnt, dass ich immer hinten bin, deswegen habe ich damit kein Problem. Ich habe, glaube ich, eher ein Problem, wenn ich vorne bin, dass ich dann ein bisschen verwirrt bin. und ansonsten, ja, ich weiß, dass fliegend meine Stärke ist und deswegen kann ich da auch immer drauf vertrauen. Eben hast du ja auch schon deinen Trainer mal kurz angesprochen, dass du gesagt hast, du kannst dich immer auf ihn verlassen und er ist auch immer für dich da, wenn irgendwas ist. Wer ist denn dein Trainer? Mein Trainer ist Valerie Bauer. Also ich glaube, jeder Sprinterin, jedem Sprinter in Deutschland auch ein Name, ein sehr erfahrener Trainer. Trainierst du bei ihm alleine oder trainiert er in der Trainingsgruppe? Wie sieht es aus? Ich trainiere in der Gruppe. Wir sind eine relativ große Gruppe, deswegen versuchen wir das jetzt immer so ein bisschen aufzuteilen, damit einfach die Qualität vom Training nicht darunter leidet. Deswegen trainiere ich eigentlich jetzt seit der neuen Saisonvorbereitung Vormittag und da kommen dann immer ein paar Leute dazu, je nachdem wer Zeit hat und ansonsten trainiere ich auch mal alleine. Und wie häufig trainierst du so im Schnitt in der Woche? 6 bis 8 Mal, je nachdem so in welchem Zeitraum wir uns finden. Und dann habt ihr einen Tag in der Woche frei oder den Sonntag vielleicht frei oder dann an 2 Tagen 2 Trainingseinheiten? Ja, Sonntag ist eigentlich immer frei und wenn wir dann 8 Mal trainieren, dann trainieren wir 2 Mal am Tag. Und ja, wenn ich dann vielleicht mal, also wir haben ja letztes Jahr war es immer so, dass wir montags 2 Mal trainiert haben, wenn ich dann mal bei meinen Eltern zu Hause war, dann habe ich auch oft oder irgendwie nicht konnte, dann haben wir auch immer irgendwie die Trainingseinheiten ein bisschen auch mal auf Sonntag oder irgendwie woanders hin verlegt. Also er muss dann auch schon wirklich teilweise jeden Tag ran. Wo setzt ihr so im Training die Schwerpunkte? Also sind das lange Tempoläufe, sind das kurze, intensive Läufe mit vielleicht ein bisschen weniger Pause? Ist Krafttraining ein großes Thema bei euch? Wie sieht das so aus? Also ja, Krafttraining ist schon sehr wichtig bei uns. Also wir machen eigentlich jeden Tag immer so ein bisschen Krafttraining, immer so ein bisschen
aufgeteilt, also nach Muskelgruppe, also mal so Arme, mal Beine. Und ansonsten ja, in der Vorbereitung machen wir jetzt natürlich eher längere Läufe. Und dann, wenn es dann Richtung Wettkämpfe geht, fangen wir natürlich auch an, eher kürzere, schnelle Läufe zu machen. Gibt es da so eine Trainingseinheit, die ihr zur Standortbestimmung nutzt? Irgendwelche bestimmten Tempoläufe, die dann immer mal wieder auftauchen? Also wenn wir dann wirklich Richtung Sprinten gehen, dann machen wir, also wir haben jetzt dann nicht eine bestimmte Einheit, sondern wir machen die Einheit dann eigentlich jede Woche, also jede Woche Tempoläufe, dann so 60er in der Halle immer oder auch 80er, 120er. Und die Zeiten finde ich eigentlich ganz gut zur Standortbestimmung, weil das kann man dann immer mit der Vorwoche vergleichen und mit dem Vorjahr, in welchem Zustand man letztes Jahr zu dem Zeitpunkt war. Und das ist eigentlich eher so das, wo wir uns vergleichen, dann und jede Woche. Ich weiß auch, dass dein Trainer das ein oder andere Trainingsgerät selbst entwickelt hat im Kraftbereich. Hast du da vielleicht ein Beispiel für, was da häufig im Training dann auch zum Einsatz kommt? Ja, also was wir auch oft, also im Moment machen wir es nicht mit. Das ist immer so, der wechselt immer so ein bisschen das Training, dann fällt ihm was anderes ein und deswegen, dann hat er wieder seine Phase, will er dann unbedingt das, also die ganze Zeit machen und da, wenn er dann so eine Phase hat, ist zum Beispiel diese Wippe, die er selbst gebaut hat. Ich glaube, davon gibt es auch ein paar. Was wir jetzt gerade viel benutzen, sind selbstgemachte Westen mit so Gummizügen, damit die auch wirklich irgendwie da ansetzen, wo er sie haben möchte. Und diese Wippe, die ist für die Beuger? Genau. Kann es sein, dass in Neuwied bei Kai Kaczmarek auch sowas steht? Wahrscheinlich schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Also okay. Ich habe, also in seine Sachen sind die teilweise überall irgendwie. Also ich weiß, in Stuttgart gibt's glaube ich eine Wippe, in Ludwigsburg, glaube ich. Dieses Jahr wollte er, glaube ich, für Dortmund mal eine mitbringen. Die Westen, die er gemacht hat, die hat er auch irgendjemandem gegeben. Und da haben wir dann auf Instagram gesehen, dass die bei der Pamela Dutkewitsch sind. Ja. Also das ist dann immer so ein bisschen verteilt. Ich glaube, der hat die damals, als er die gemacht hat, hat er einfach so ein paar angefertigt und die sind jetzt irgendwie in ganz Deutschland verteilt. Ich glaube, Tatjana Pinto hat, glaube ich, auch eine. Also die meinte, die hätten das viel gemacht. Würdest du sagen, dass das auch eine der Eigenschaften ist, die deinen Trainer besonders auszeichnen, oder gibt es da noch andere Sachen? Ja, es ist auf jeden Fall schon eine der Eigenschaften, die ihn besonders machen, weil er sich halt einfach, also wenn es irgendein Problem gibt, wenn irgendwas wehtut oder irgendein Muskel zu schwach ist und aber die Übungen nicht so sind, wie er sie sich vorstellt, dann tut er sich halt immer irgendwas ausdenken und das ist halt schon besonders. Also der macht sich da wirklich richtig viel Gedanken und gibt sich richtig viel Mühe und ansonsten hat er halt auch für alles Verständnis. Also ich kann über alles mit dem reden, egal was ist. Also der ist halt immer da für mich und hilft mir und ja. Ich glaube auch an eine extrem wichtige Eigenschaft von Trainerinnen und Trainern neben der fachlichen Expertise. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es halt so, dass ich bisher mit allen Trainern ein sehr gutes Verhältnis hatte. Also mit meinem ersten Trainer war meine ganze Familie befreundet. Mit dem waren wir auch im Urlaub. Mit meinem Trainer vor Valeri, mit dem bin ich immer noch befreundet. Mit dem treffe ich mich immer mal wieder zum Essen. Also für mich ich kenne das nicht anders, wie halt auch einfach ein gutes Verhältnis zu meinem Trainer zu haben. Und für mich ist es eigentlich auch wichtig. Dann nochmal kurz zurück zu den Trainingseinheiten beziehungsweise zu den Dingen, die dann vielleicht auch im Training genutzt werden. Wir haben ja schon ein bisschen über die Geräte gesprochen, die dein Trainer selbst entwickelt hat. Kommen im Training aber auch, ich sag mal, Geräte zum Einsatz, die vielleicht die Schnelligkeit messen, Kraft messen, also Kraftmessplatten, Lichtschranken, Videoaufzeichnung, spielt sowas bei euch im Training eine Rolle oder ist das eher die Ausnahme? Was er gerne macht, ist mit dem 1080. Also wenn, dann tut er wirklich damit irgendwie aufzeichnen und dann auch so Kraftwerte und so weiter und natürlich die Zeiten, Höchstgeschwindigkeit und sowas, das benutzt er schon gerne dann. Also das ist, der 1080 ist dieses Gerät, was man als Zugwiderstands- und als Zugunterstützungsmaschine nutzen kann, wo man im Prinzip auch einen Gurt umlegt und dann ein Seil im Prinzip eingeklinkt wird. Genau. Und nutzt ihr das dann für Zugwiderstandsläufe auch oder auch für Zugunterstützungsläufe? Wir machen beides damit. Ja, wir haben uns ja jetzt ein Stück weit übers Training unterhalten und die meisten Athletinnen und Athleten haben ja auch immer eine Hallensaison, auch vor dem Hintergrund, dass wenn man den kompletten Winter durchtrainiert, bis zur Sommersaison die Zeiträume ja dann doch schon sehr, sehr lang sind. Für mich war es allerdings früher immer so, dass ich doch einen gewissen Respekt vor der Hallensaison oder sagen wir zumindest vor den 200 Metern in der Halle hatte, weil es ja durch die Steilkurven doch was ganz anderes waren als die 200 Meter im Stadion.
Stadion. Deswegen so meine Frage an dich, wie inwieweit spielt denn bei dir die Hallensaison eine Rolle und gehst du dann eher nur über die 60 oder auch über die 200 Meter an den Start? Ja, Hallensaison ist bei mir immer so eine Sache gewesen in letzter Zeit. Ich habe, glaube ich, 2019 war meine letzte Hallensaison. Die musste ich dann vor den deutschen Meisterschaften wegen Schmerzen abbrechen. Und seitdem habe ich keine mehr gemacht. Ich würde sehr gerne mal wieder eine Hallensaison machen, auch 200 Meter laufen. Ich laufe eigentlich gern 200 Meter, auch sehr gern in der Halle, weil ich es einfach toll finde, so in Schräglage durch die Kurve zu laufen. Und ansonsten machen wir das eigentlich davon abhängig, wie von meinem Gesundheitszustand. Also ich würde eigentlich auch allgemein, auch im Freien mehr 200 Meter laufen. Das war in der Vergangenheit jetzt auch nicht so der Fall, weil ich wegen den ganzen Verletzungen halt, weil wir das halt nicht richtig vorbereiten konnten. Ja, wie geht's dir momentan gesundheitlich, verletzungstechnisch? Ja, momentan geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe noch so kleines Problemchen noch vom Sommer, aber das wird gerade auch besser und da sind wir gerade noch dran, dass wir das komplett wegkriegen. Was machst du da im Prinzip auch jetzt so für die Verletzungsprophylaxe? Hier Physiotherapie. Also mein Trainer behandelt mich auch. Das heißt, habe ich wirklich jeden Tag Physio. Ja, ansonsten halt ja so in Lymphomaten gehen und so Blackroll, was alles gibt. Aber was machst du, wenn du mal nicht in der Sporthalle bist und einfach mal vielleicht auch den Kopf frei bekommen willst vom Sport? Hast du neben dem Leistungssport noch Zeit für Hobbys oder wie sieht da so sonst die Woche bei dir aus? Ja, ansonsten, wenn ich nicht im Training gehen muss, versuche ich zu lernen, weil ich auch noch studiere. Und ansonsten, ja, jetzt so ein direktes Hobby nicht, aber was man halt so macht, so Freunde treffen und so Sachen. Und ansonsten verbringe ich auch sehr viel Zeit mit meiner Familie. Ja, so Sachen halt. Was studierst du? Ich studiere Unternehmensjura. Okay, also Rechtswissenschaften in Bezug auf Wirtschaftsunternehmen, so ungefähr? Es ist im Prinzip normales Jura. Es ist halt anders aufgeteilt wie das normale Jurastudium. Also wir haben einen Bachelorstudiengang, da machen wir nur Zivilrecht und da hat man halt auch BWL-Fächer. Okay. Die haben wir dann auch immer mit allen anderen zusammen und genau, das ist ein Bachelorstudiengang und da kann man dann später auch noch Staatsexamen machen. Und würdest du sagen, dass dir das auch im Sport hilft, einfach mal mit den Gedanken dann ganz in einem komplett anderen Thema zu sein? Ja, also ich kann auch mich nicht immer nur mit dem Sport auseinandersetzen. Ich glaube, da irgendwann hat man da dann auch mal die Schnauze voll. Deswegen, ja, das ist dann schon auch mal eine ganz gute Ablenkung. Und man hat was zu tun, weil ich frage mich auch, okay, wenn ich jetzt irgendwie 2-3 Stunden trainiere, was mache ich den Rest des Tages? Also finde ich schon gut, wenn man dann auch eine Beschäftigung hat. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber Lisa, was sind denn deine Ziele für die sportlich für die kommenden Jahre? Ja, ich würde natürlich gern verletzungsfrei bleiben und dann natürlich auf jeden Fall Olympische Spiele in Paris. Und ja, was ich jetzt eigentlich nächstes Jahr mal angreifen muss, ich habe eine Wette mit meinem Trainer, dass er aufhört zu rauchen und dafür muss ich F10 laufen und das würde ich gerne endlich mal hinkriegen, damit der mal aufhört. Das ist auch eine gute Motivation. Ja, also für mich schon. Ich glaube, er hofft das erste, was ich muss. Aber ich habe ihm gesagt, ich kenne seinen Chef, also er muss sich anstrengen und er darf das nicht irgendwie manipulieren oder so, weil sonst gibt es Ärger. Dann kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was war denn so bisher dein schönster Wettkampf, auch völlig unabhängig vom Ergebnis, einfach an dem die schönsten Erinnerungen hängen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es war schon die U23 2019. Gibt es da so einen Moment, der sich eingebrannt hat? Ja, ich glaube so mit der Fahne rumlaufen. Das ist halt einfach was Schönes. Und dann auch, wenn sich die anderen mit einem freuen und in der Staffel, wenn man sich gemeinsam freuen kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, so der Schönste. Also die Ehrenrunde nach dem Rennen. Genau. Weil ich glaube, da hatten wir gar keine. Aber es war trotzdem schön mit der Fahne rumzustehen oder rumzulaufen. Ich weiß, bei der Staffel, glaube ich, zu zweit den anderen mit der Fahne entgegengelaufen oder so. Also das war schon cool. Und das sind wahrscheinlich dann auch so Momente, die einen durch die schweren Wochen in der Vorbereitung bringen, wenn man weiß, okay, wofür man das eigentlich alles macht. Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf von den Bedingungen, vielleicht auch vom Ergebnis oder vielleicht auch insgesamt eine schwierige Zeit? Also eine wirklich schwere Zeit fand ich jetzt seit letztem Jahr vom Sehnenabriss, weil
ich da halt einfach sehr viele Selbstzweifel hatte, wie gesagt, und dann nochmal an genau der Stelle eine Ansatzreizung hatte im April und die ersten Wettkämpfe dieses Jahr liefen überhaupt nicht gut und ich war teilweise wirklich echt verzweifelt und habe da nicht dran geglaubt, dass das irgendwie noch was wird. Das war schon sehr schwer. Ja, das kann ich mir absolut gut vorstellen. Dann schauen wir nochmal kurz zurück ins Training. Was sind denn so Inhalte, auf die du dich dann, wenn du einen Trainingsplan schaust, besonders freust? Schnelligkeitstraining. Auf jeden Fall Schnelligkeitstraining und am besten so maximale Läufe. Also so fliegende oder 100, 150er mit 20 Minuten Pause? Ja, eher so mit so länger, gerne auch längere Läufe. So 120 machen wir viel. Gerade auch vom Wettkampf ist es für mich immer sehr wichtig, die 120 Meter zu laufen, auch um zu gucken, okay, wie bin ich drauf? Ja, und dann halt mit langer Pause, damit man schön sterben kann. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind auch wichtig, aber wenn sie nicht ganz so wichtig wären, würde ich sie gerne streichen? So Ausdauertraining mache ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich jetzt nicht gerade joggen gehen muss, ist es eigentlich okay. Und was ich eigentlich auch nicht mag, ist Zugunterstützung. Da habe ich den totalen Horror vor, wegen dem Unfall mit dem Genickbruch, weil das halt auch so Zugunterstützung war, in die Richtung ging. Und seitdem mag ich das nicht. Also ich mache es, weil ich weiß, dass es gut ist, weil ich weiß, dass es mir was bringt. Aber ich bin auch froh, wenn die Einheit vorbei ist. Also da mache ich dann wirklich immer 3 Kreuze, wenn das rum ist und nichts passiert ist. Und bei dem Ausdauertraining, wie hast du da bestimmte Läufe im Kopf? Also was ich gar nicht mag, sind eigentlich so Sekundenläufe. Was ich auch langweilig finde, es ist einfach langweilig, sind so Rasendiagonalen. Was wir jetzt mittlerweile machen, sind auch mal so 300 Meter. 300 Meter ist eigentlich eine Hassliebe. Weil also irgendwie hasst man es, aber irgendwie findet man es auch total toll, wenn man dann danach so richtig kaputt ist und nach Hause ins Bett kann. Also 300 Meter finde ich gar nicht so schlimm. Man hat halt vor solchen Einheiten immer einen heiden Respekt, weil man weiß, okay, das wird ziemlich hart, aber wenn man es dann hinter sich gebracht hat, ist dann doch irgendwie immer ein gutes Gefühl. Ja, also hinterher fühlt man sich immer gut und wo man und denkt wahrscheinlich auch, es war gar nicht so schlimm. Vorher ist immer schlimm. Also dieses Jahr im Trainingslager war es tatsächlich so, dass ich morgens beim Frühstück saß und eigentlich einen ganz guten Start in den Tag hatte. Und dann kam mein Trainer runter und meinte, wir machen heute Nachmittag 300 Meter, aber nicht so 6 Stück und ein bisschen langsamer, sondern irgendwie nur 2 oder 3 Mal, aber dafür irgendwie unter 40 Sekunden. Und wenn man wirklich den Rest des Tages schlecht. Also ich habe nichts mehr essen können beim Frühstück. Beim Mittagessen war mir schon schlecht. Da habe ich auch nichts runtergekriegt. Und dann musste ich nachmittags die 300er machen. Die waren dann aber gar nicht so schlimm. Also das wäre meine Frage gewesen, wie das Training dann schlussendlich tatsächlich war. So schlimm, wie du es dir vorgestellt hattest oder dann doch machbar? Es war machbar. Ich hatte dann noch ein bisschen was rausgehandelt, dass ich nicht ganz so schnell laufen muss. Bin dann aber trotzdem so schnell gelaufen, wie ich es eigentlich wollte. Und ich glaube, das war so, wir konnten erst nachmittags ins Stadion, weil da den ganzen Tag über Fußballspiele waren und dann war die ganze Bahn total dreckig mit Erde und allem Möglichen und wir hatten 2 Trainer und die haben mir dann die 2 auf dem Besen die ganze Bahn sauber geschrubbt. Wow. Also es war ganz cool, weil die anderen, die waren irgendwie alle krank oder sonst irgendwas, konnten nicht in Schweiz laufen und weil es auch nass war und dann hatte ich halt 2 Trainer für mich alleine, die Bahn für mich sauber gemacht haben. Der eine, also mein Trainer stand im Ziel, um die Zeit zu stoppen. Der andere Trainer, der ist immer mit mir zum Start gegangen, hat meine Flasche mitgenommen, hat meine Jacke genommen und sobald ich im Ziel auf dem Boden lag, hat er mir alles wiedergegeben. Wow. Also das war wahrscheinlich schlecht. Ja, dann gehen so Läufe dann doch auch noch mal ein bisschen leichter. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du anderen jungen Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem noch jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Niemals aufgeben. Also wirklich weitermachen und nie aufgeben. Auch wenn man vielleicht jetzt in der Jugend auch nicht so der krasse Überflieger ist. Man weiß nie, wie man sich noch entwickelt. Bei mir war es so, mein Trainer hat mir irgendwann mal erzählt, als ich schwimmen gegangen bin, dachte er, ich würde nie schneller als F60 laufen. Und ich bin schon im ersten Jahr bei ihm schneller gelaufen. Also wirklich, man kann nie wissen, was passiert und man darf einfach nicht aufgeben und einfach nicht den Kopf in den Sand stecken. Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, das war auch schon wieder meine Folge mit der Sprinterin Lisa Nipken. Jetzt kommen wir zur Auflösung des Gewinnspiels aus der vergangenen Woche. Und da geht's los mit den Gewinnern der MeinAthlet-Shirts. Also da haben gewonnen Moritz Zürker, Erik von Instagram, Erik Schnelle Beine, dann Nikolas Thiel und Alex_H.Alex, auch von Instagram. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch.
Ich werde mich natürlich bei euch in den kommenden Tagen melden per E-Mail, weil ich dann natürlich noch ein paar Infos von euch brauche. Aber an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Dann geht's weiter mit den Gewinnern der Hoodies. Das sind Theresa Weixler, Christian Gander, Alexander Askovic, Andrea Behring und Patrick, auch von Instagram, No, This is Patrick. Ihr bekommt Hoodies und auch ich werde mich in den kommenden Tagen nochmal per E-Mail oder über Instagram melden. Und die Karte für den Startplatz des Frankfurt-Marathons 2023, die geht an Sabine Vogel-Dion. Vielen Dank auch, dass du am Gewinnspiel teilgenommen hast. Ich werde mich natürlich auch bei dir melden und dann die Veranstalter vom Frankfurt-Marathon auch, damit du rechtzeitig zum kommenden Marathon natürlich auch deinen Startplatz bekommst. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle anderen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Ja, jetzt erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.